Was bedeutet grenzenloses Europa? Ist unser Europa wirklich grenzenlos für alle? Genau mit dieser Frage hat sich unsere AG beschäftigt. Und wir finden, dass Europa Grenzen hat, die nicht sein dürfen. Und dabei geht es nicht nur um die Staats- und Landesgrenzen, sondern auch um die gesellschaftlichen Grenzen in unseren Köpfen und in unserem Denken. Eine große Gefahr für unser offenes Europa stellen Rassismus, insbesondere antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Trans- und Homofeindlichkeit, Sexismus, der gewachsene Rechtsextremismus innerhalb Europas sowie jegliche Diskriminierung gegenüber Minderheiten dar. Zudem wächst die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter an. Wir im globalen Norden in unserem Wohlstand leben auf Kosten derer, die im globalen Süden leben müssen. Menschenrechte dürfen aber nicht nur in der EU vertreten werden, sondern müssen auch außerhalb Europas und an europäischen Außengrenzen durchgesetzt werden. Denn Europa hört für uns nicht an seinen Außengrenzen auf, wo derzeit Menschen auf europäischem Boden in Lagern ihren Menschenrechten entzogen werden und wo die EU mithilfe von Frontex aktiv dazu beiträgt, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Doch vor allem wir junge Menschen fühlen uns mit Europa sehr stark verbunden und wir sind willig, eine gerechtere Zukunft einzufordern und für sie einzustehen. Europa, das ist eine gemeinsame Identität, als EuropäerInnen, aber auch als WeltbürgerInnen, die die gleichen Werte von Demokratie, Menschenrechten, Gleichheit, Solidarität und Respekt, Toleranz, Frieden sowie der Akzeptanz jedes Einzelnen vereint und antreibt. Wir halten es für notwendig, dass Jugendliche und junge Erwachsene mehr Mitbestimmungsrecht und Teilhabe innerhalb der EU bekommen, Diskussionen auf Augenhöhe geführt werden und ein fairer Umgang miteinander herrscht. Um die Zukunft gestalten zu können, braucht es unsere Stimme, denn wir sind Europas Zukunft. Wir senden junge Grüße von den Jugendpolitiktagen 2021.